Hallo und herzlich willkommen live aus Peru, live aus Lima. Heute zu einem Thema, was ganz viele bewegt, was, wo ich immer wieder angesprochen werde, nämlich Coronavirus, warum Deutschland wartet und Peru handelt. Und in diesem Live-Video teile ich meinen Blick auf die Situation und gebe einige Anregungen, warum das so sein könnte. Jedoch ist natürlich Kultur, und darum wird es gehen. Hallo, da sind ja einige schon dabei. Joost dabei, Isco, Andreas, mein Freund, sehr schön. Viele Grüße nach Deutschland. Ja, dieses Live-Video dreht sich um den Coronavirus nicht als solches, sondern um die unterschiedlichen Vorgehensweisen. Ihr habt natürlich mitbekommen, warum, dass Deutschland anders agiert hat als Peru. Und in diesem Live-Video möchte ich darauf eingehen, woran das liegen kann. José ist auch dabei. Hallo. Ja, danke, Andreas. Schönen guten Abend. Woran das liegen kann und wieso das ist und was, wie es vielleicht auch überhaupt noch weitergeht. Carmen ist auch dabei. Hallo. Aus meiner Sicht geht es um die Kultur. Ja, wir haben erlebt, wie Deutschland damit umgegangen ist. Ich selbst war in Frankfurt auf der Messe, auf der Ambiente. Das war Mitte Februar. Und dort gab es einen eigenen Pavillon mit Unternehmen aus China. Und da, ich gehörte auch dazu, ich war doch eher locker da eingestellt und ein bisschen geflaxt. Ah, das ist wieder so etwas. Aber ganz so viele, die dazu kamen. Anna, Yvonne, Marcia, sehr schön. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Das ist etwas, das geht wieder vorbei. Das war auch mein Standpunkt damals gewesen. Das ist nur eine kurze Bewegung. Und auf der Messe, auf der Ambiente, könnt ihr euch vorstellen, Messegebäude, alles geschlossen, Februar in Deutschland, viele, viele Menschen in den Gängen, an den Ständen, in den Hallen unterwegs. Und keiner hat es wirklich richtig ernst genommen. Silvia ist dabei, Angel ist dabei, hallo, Teresa dabei, sehr schön, viele Grüße. Schön, dass ihr dabei seid. Also nicht richtig ernst genommen auf der Ambiente in Frankfurt. Nun, das ist jetzt noch nicht so lange her. Und seitdem ist doch sehr viel passiert. Ich selbst bin am 13. März eingereist nach Peru. Los ging es am 12. März in Frankfurt. Und da hat sich in Peru schon sehr viel verändert gehabt. Die Schule wurde, der Schulstart wurde verschoben, beziehungsweise für die privaten Schulen, die hatten Pause. 2 Wochen Schulstart verschoben. Universitäten starten später. Das ist so der erste Wahrnehmung, als ich am Flughafen in Frankfurt saß. Dann hatte ich aus Lima an dem Tag noch gehört, Holger, pass auf, Menschen, die aus China, Italien, Frankreich und Spanien einreisen oder dort Stopover haben, müssen 14 Tage, hallo Silvia, guten Abend, ja, Katja auch dabei, Nathalie, Diego, Roman, oh, super, die müssen 14 Tage in Quarantäne bleiben. Das war zu dem Zeitpunkt, 12. März, in Deutschland doch etwas Unvorstellbares. So, ich bin ins Flugzeug eingestiegen. Glücklicherweise ging mein Flug über São Paulo. Also ich hatte den im Dezember gekauft und aufgrund der Strecke irgendwie oder Intuition oder es war einfach nur Zufall, anstatt Madrid gewählt, São Paulo. Wobei Madrid immer mein bevorzugter Flughafen ist. Und dann kommt São Paulo. Es wurde São Paulo und das war für mich eine glückliche Situation. Ich kam in São Paulo an, da war gar nichts, außer die Menschen am Flughafen, die Flughafenmitarbeiter, die kontrolliert haben, Gepäck, die hatten ihre Masken, ansonsten ganz entspannt. Ganz, ganz entspannt. So, dann kam ich nach Lima, da war es im Flugzeug schon anders. Wir landeten in Lima und dann hieß es: Stopp, hier geht keiner raus. Erstmal füllt ihr ein Formular aus, wo kommt ihr her, mit wem hattet ihr Kontakt, wie fühlt ihr euch? So, dieses Formular abgegeben. Also aus dem Flugzeug heraus, in dem Zugang zum Flughafen abgegeben. Die eine Dame hat es gesammelt, die war schon so im blauen Anzug, Maske, sah utopisch aus. Die Bilder, die wir jetzt inzwischen ja auch alle kennen. Und dann wurde Fieber gemessen mit Fieber, mit Thermometer hier an die Stirn. Und dann war ein paar Fragen, wo kommst du her, hattest du Kontakt, wie fühlst du dich? Okay, alles fein. Das war es. Das war der Freitag, der 13. in Lima. Nun, ich konnte mich am Freitag, Samstag, Sonntag frei bewegen und Sonntag kam dann die Pressekonferenz. Dann mache ich nochmal einen Cut und schwenke nochmal zurück nach Deutschland.
in dieser Zeit in Deutschland war das noch ganz irgendwie weit weg. Ja, Deutschland hat schon einige tausend Fälle, aber das Gefühl, so kam es bei mir an, das haben wir im Griff. Während in Peru gab es zu dem Zeitpunkt weniger als 200. Da waren schon die Schulen geschlossen und alle alarmiert. Einzig natürlich auch in Deutschland waren die Schulen geschlossen, was ja bis dann Ostern 2020 erstmal geschlossen ist. So, dann kam dieser Samstag, Freitag und Samstag. Muss mal schauen, wann es genau war, einer dieser beiden Tage. Dann hat der Präsident in Peru gesagt: Hey, stopp, einen Monat lang keine Flüge aus Europa. Das heißt natürlich auch einen Monat lang keine Flüge nach Europa, typischerweise. Geht ja immer hin und her. Und am Sonntag, dann gab es einfach die nächste Stufe. Das war die Quarantäne für alle. Also keiner darf sich mehr bewegen. Quarantäne für alle. Einkaufen kannst du, aber dann alleine mit dem Hund Gassi gehen. Wer einen hat, nimmst du den kürzesten Weg, ganz kurz, dann gehst du zurück und keine eine halbe Stunde im Park. Das war Sonntagabend. Und ich erinnere mich noch genau, als die Pressekonferenz war, als es ausgestrahlt wurde. Das war 20 Uhr. Ich saß auch vor dem Fernseher und dann war als ich das hörte, war die erste Reaktion: Okay, jetzt geht es erstmal Lebensmittel kaufen, um zu gucken. Das ist natürlich so ein bisschen deutsche Mentalität, sich abzusichern, Langzeit unterwegs zu sein. Da komme ich gleich dazu. In Deutschland war das noch irgendwie weit weg. Inzwischen hatte sich das ja mit der Zeit dann geändert. Und jetzt komme ich auch zu dem Punkt, warum das so sein könnte. Mein Blick ist, die peruanische Kultur ist natürlich anders geprägt im Kontext der Hierarchie. Das heißt, die hierarchischen Unterschiede sind kulturell in Peru mehr akzeptiert. Das ist jetzt keine Bewertung, ob gut oder schlecht. Das ist jetzt auch nicht festgeschrieben für immer. Das ist so mein Blick auf dieses Thema der Hierarchiehörigkeit oder der englische Begriff dafür ist Power Distance. Power Distance. Also die Akzeptanz der Hierarchie. Wie äußert sich das? Also ein Beispiel in Familien, die Eltern, ob Vater, Mutter, sie haben das Sagen. Das heißt, die Kinder tun das, was die Eltern sagen. Da wird weniger diskutiert, da wird weniger verhandelt. Es gibt mehr klare Ansagen. Im Unternehmen ist es so, dass der Geschäftsführer oder der Gesellschafter eine klare Ansage macht und dann wird das so getan. Das ist in Deutschland durchaus anders. Und wer in Deutschland lebt, in Deutschland gelebt hat, Deutschland kennt, teilt dann wahrscheinlich meinen Erfahrungen, hat er auch eigene Bilder. Wenn Eltern etwas sagen, dann machen sie das oft als Bitte: Ach, bitte, bitte, iss jetzt deinen Brei auf. Vielleicht kennt das der ein oder andere von euch. In der peruanischen Kultur wäre das anders. Oder in deutschen Unternehmen wird relativ viel auch diskutiert, was auf der einen Seite gut ist, weil natürlich die Ideen von allen dann eingesammelt werden. Was in der Phase jetzt, nämlich in der Phase der Emergenz, des Notfalls, vielleicht, was aus meiner Sicht sicher schwierig ist und falsch am Platz ist. Denn wenn du jetzt diskutierst, und stellt euch mal vor, wie die Titanic, wenn die Titanic fährt gegen den Eisberg und dann würde diskutiert werden: Okay, was machen wir denn jetzt? Dann bilden wir einen Arbeitskreis, dann hören wir jeden Interessenvertreter und dann treffen wir eine Entscheidung. Nein. In den Cases of Emergency, in den Notfällen, braucht es eine sofortige Entscheidung. Die ist durchaus manchmal falsch, weil in die Zukunft kann keiner schauen und jeder hat so seine Landkarte im Blick und wir wissen, die Landkarte, also was das jeder von euch sieht, das ist nicht das ganze Gebiet, da gibt es noch viel, viel mehr zu sehen. Doch in der Notfallsituation ist eine Entscheidung zu treffen wichtiger als ewig zu diskutieren. Und der niederländische Kulturforscher Gerd Hofstede, könnt ihr euch aufschreiben, Gerd Hofstede, wichtiger Mann, der ist erst vor kurzem verstorben, in hohem Alter. Er hat aus meiner Sicht bahnbrechend in den 70er Jahren begonnen, die interkulturellen Unterschiede
zu benennen und sagen wir, anfassbar zu machen und sie bewertbar zu machen. Wieder mit allem Respekt, weil nicht alle Deutsche sind deutsch, nicht alle Peruaner sind peruanisch gleich. Da gibt es immer wieder Veränderungen von der Grundtendenz her. Bitte von der Grundtendenz her verstehen. Ich habe euch das mitgebracht. Er hat die Kulturdimensionen entwickelt und es sind insgesamt 6, eine davon ist die Power Distance. Ich halte hier in die Kamera. Das könnt ihr, so ist das wahrscheinlich ganz gut sehen. Power Distance, so ist das. So, da stehen 2 Zahlen. Wir haben die Zahl 35 und 64. Es geht von der Skala von 0 bis 100. Und der niedrigere Wert der Power Distance, das heißt die Hörigkeit auf die Hierarchie, wenn der Boss etwas sagt, wird es einfach getan, ohne zu hinterfragen, ist in Deutschland sehr viel niedriger der Wert. Ihr seht das Blaue, das ist der deutsche Wert im Vergleich zu dem peruanischen Wert. Also Peru hat 64, während Deutschland 35 hat. Das heißt, die Akzeptanz der Hierarchie ist in Peru etwa doppelt so hoch wie in Deutschland. So, was hat es jetzt damit zu tun, Power Distance, mit den Entscheidungen in Deutschland und in Peru, warum so unterschiedlich gehandelt wird? Natürlich besteht die Regierung Deutschlands aus Deutschen und Perus aus Peruanern und repräsentieren die beiden Kulturen. Und auch die Verhaltensweisen. Da kommt von Sarah viele Grüße nach, Dankeschön, Sarah, Vati, viele Grüße auch nach Freiburg. Martina ist auch dabei, Mayela, Rosales Diaz, sie zu wunderbar. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie hier in die Kommentare. Ich schaue sie mir immer an, ich sehe das hier unten ziemlich gut. Die repräsentieren das Land und auch die Kultur. Und Power Distance, also Akzeptanz der Kultur, das ist für mich ein entscheidender Punkt, wieso Peru so weit ist. Peru hat die Regierung entschieden, wir machen Quarantäne, akzeptieren keine Flugzeuge mehr aus Europa und schließen die Grenzen. Das war alles innerhalb kürzester Zeit, innerhalb kürzester Tage. Und dann wurde das gemacht. Ich komme gleich mal darauf, was mich in Peru gerade sehr überrascht, komme ich gleich dazu. In Deutschland, deutsche Kultur ist Power Distance niedrig. Das heißt, wenn jemand etwas sagt, Wert 35 im Vergleich zu Peru 64. Wenn jemand in Deutschland etwas sagt, dann beginnt man erst gerne mal zu diskutieren, unterschiedliche Meinungen einzuholen, abzuwägen und ein Stückchen abzuwarten. Was grundsätzlich okay und gut ist in einem normalen Frame, in einem normalen Rahmen. Was im Notfall extrem schwierig ist. Und wir haben im Moment einen Notfall. Wir haben im Moment einen Notfall. Und da brauchst du schnelle Entscheidungen. Felix ist auch dabei. Hallo Felix, danke für deine Anregung von vorhin, habe ich gerne aufgenommen. Wir brauchen schnelle Entscheidungen. Und das ist die Hierarchie Power Distance. Also die Akzeptanz, die Hörigkeit auf die Hierarchie. Ob jetzt politisch, ob im Unternehmen, oder ob in der Familie. Das ist überall sehr stark gleich ausgeprägt. In Peru sehr viel höher. Der Chef sagt etwas, der Vater sagt etwas, Präsident sagt etwas. Jo. In Deutschland, der Vater, die Mutter sagt, okay, dann gehe ich erstmal in die Diskussion. Der Chef, der kann sagen, vielleicht was er will, ich höre mal weg. Oder ich gehe auch in die Diskussion. Die Regierung, ja, die kann sagen, was sie möchte. Ich mache erstmal mein Ding. Soweit. Und dann kommt eine zweite Besonderheit, die jetzt auch interkulturell verankert ist, nämlich wie ist Deutschland aufgebaut und wie ist Peru aufgebaut? Deutschland besteht aus vielen Bundesländern, die teilweise früher eigene Königreiche waren oder Herzogtümer. Ich selbst bin aus dem Herzogtum Coburg, das war vor 150 Jahren ein eigenes Land mit eigenen Zöllen etc. Während Peru ist zentral. Lima ist 30% der Bevölkerung, 50% der Wirtschaftskraft, politisches Zentrum, wirtschaftliches Zentrum, Hafen, auch wenn er in Callao ist, sowie Flughafen.
Wenn du in Peru Geschäfte machen möchtest, dann starte mit Lima, da hast du eine große Reichweite. So, das ist zentralisiert, völlig anders als Deutschland. Deutschland ist dezentral, hat die Bundesländer mit eigenen Regierungen und eigenen Befugnissen. Beispiel: In Deutschland entscheidet über die Schule das Bundesland. Deshalb ist in den Bundesländern auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Schulen erst ausgeschlossen worden. Also während in Nordrhein-Westfalen Schulen geschlossen hatten, wurden in Hessen, Frankfurt und Umgebung wurde es den Schülern freigestellt oder den Eltern freigestellt, die Kinder in die Schule zu schicken. Also ganz, ganz anders. Angela hat da einen Hinweis für Power Distance in Deutschland, wäre in Bayern selbstverständlich auf die vielen infizierten Fälle besser als Saarland mit rund 250 dicht. Sie haben nicht gewartet auf einen Konsens mit einem Bundesländer. Genau, Bayern ist auch ehemaliges Königreich, auch da ist die Kultur noch etwas anders als wieder in ganz Deutschland. Hessen ist total liberal. Frankfurt war eine freie Reichsstadt. Das bedeutet, es gab nie einen König in Frankfurt. Und Frankfurt hat alles aufs Bürgertum aufgebaut. Durch Spenden des Bürgertums und war eine sehr, sehr liberale Stadt, ist immer noch eine sehr liberale Stadt. Und das macht sich in diesen Krisensituationen bemerkbar, in Notfallsituationen. Also wir hatten hier klare Hierarchie, Peru, entschieden, fertig. Oder wird diskutiert und die Bundesländer agieren unterschiedlich, so wie in Deutschland. Also Schule ist in den Bundesländern. So, das Zweite ist, Polizei ist in den Bundesländern. Also jede Bundesland hat seine eigene Polizei, ist natürlich alle im gleichen Rahmen, jedoch immer wieder auch Unterschiede. Es gibt nur die Bundespolizei, die früher Bundesgrenzschutz war. Was ist das? Das ist früher für die innerdeutsche Grenze und zum Osten, heute an Bahnhöfen, Flughäfen, so mit übergreifenden Aufgaben versehen, soweit ich das beurteilen kann. Da gibt es sicherlich welche unter euch, die sind Polizisten, können es noch besser beschreiben. Okay, also Power Distance, deshalb ist in Peru entschieden worden und umgesetzt und ziemlich schnell und zügig. Glückwunsch dazu, es stellt sich als sehr, sehr richtig heraus. Während in Deutschland noch diskutiert wurde und die unterschiedlichen Facetten abgewogen wurden, plus Deutschland ein föderales System, das bedeutet, hat sich entwickelt ja aus vielen, vielen einzelnen Herzogtümern, kleinen Königreichen, das Deutschland und jedes durfte seinen Besitz behalten, sein Recht behalten, seine Macht ein bisschen behalten. Deshalb ist in Berlin nicht der wichtigste Wirtschaftsstandort, dort ist Berlin auch nicht der wichtigste Hafen, auch nicht der wichtigste Flughafen. Berlin ist auch kein wirtschaftliches Zentrum in dem Kontext. Es ist politisches Zentrum, vielleicht ein bisschen noch kulturell. Wirtschaftlich ist Deutschland eben föderal, das heißt verteilt aufgestellt. Das spiegelt sich gerade. Wer ist noch dabei? Gerade noch mal ein Blick auf die Neuen, die dazukamen. Irma, Demi, Christian, Lili, lieber Andreas. Ja, also dann wird Ruf, und gute Nacht nach Deutschland. Ja, Sarah hat genau, Deutschland wird noch diskutiert. Ich möchte euch noch etwas Zweites geben. Da bin ich sehr, sehr stolz auf die Peruaner, was ich hier erleben darf. Bin ja hier vor Ort. Nämlich die Individualität und Kollektivität. So, dieser große Balken, also wir auf der Skala von, ich halte es nochmal hin, auf der Skala von 0 bis 100. Diese große Balken Individualität, der Wert 67, das ist Deutschland. Und hier das unten, das ist Peru. Also im Umkehrschluss heißt das, was heißt das? Individualität und Kollektivität. Individualismus, Kollektivismus. Die Deutschen sind sehr individuell unterwegs. Hohe Individualität, Individualismus, das äußert sich wie, man geht alleine zum Arzt, wenn man krank ist, kein Partner oder keine Eltern. Man geht alleine zum Einkaufen. Man lebt mit seiner Familie. Vielleicht lebt man auch als Single. In Frankfurt beispielsweise gibt es 70.000, 50.000, 60.000, manche sagen 70.000 Singles bei einer Bevölkerung von 750.000. Also 10% haben Wohnungen alleine. Alleinstehend ist relativ häufig in Deutschland relativ häufig anzutreffen. So in Peru anders. In Peru ist das
üblich, dass man gemeinsam unterwegs ist. Also ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal meine Frau zum Arzt in Deutschland begleitet und sagte, gehst du mit? Okay, aber du bist erwachsen, gehst du nicht alleine? Ich habe dann inzwischen verstanden, dass es eben kulturell anders ist, dass man dort mitgeht. Und wenn ich hier so durch Lima laufe, dann sehe ich auch immer wieder Grüppchen mit 2, 4 oder 6 Menschen, also Arbeitskollegen gehen zusammen zu Lunch beispielsweise, Kinder gehen mit den Eltern zum Einkaufen oder spazieren. Also viel Gemeinschaft. Im Moment in der Quarantänezeit ist es anders. Und das ist auch der Punkt, auf den ich eingehen möchte. Da bin ich sehr stolz auf die Peruaner, dass sie das schaffen, alleine zum Einkaufen zu gehen. Also ich weiß, es wird nicht überall eingehalten, doch für diesen niedrigen Wert an Individualität, Individualismus, das heißt umgekehrt Kollektivismus, gemeinsam etwas zu machen. Und jetzt heißt das, du, liebe Peruaner, gehst alleine zum Einkaufen. Hallo. Das ist ein Riesenschritt. Für die Deutschen nicht. Die Deutschen, ist vielleicht die Quarantäne ein bisschen langweilig, aber sie kommen damit zurecht, weil kulturell sind sie es mehr gewohnt. Und das ist das, was mich sehr positiv überrascht hier in Peru aktuell. Ja, die Quarantäne wird eingehalten. Du hast immer ein paar Ausreißer. Ist halt so. Ja, wen haben wir noch? Justis dabei, Daniel, Magali, Armando. Schön, dass ihr dabei seid. Hast immer noch ein paar Ausreißer. Doch in die Mehrheit, was ich sehe, was ich höre, was ich in den Nachrichten mitbekomme, schafft das, alleine zum Einkaufen zu gehen und sich so individuell zu bewegen, das ist eine Riesenleistung. Also Glückwunsch an die peruanische Bevölkerung, dass dieser kulturelle Wert Kollektivismus jetzt in dieser Notfallsituation einfach anders gelebt werden kann. Das ist eine sehr, sehr starke Leistung. Und das ist so für mich die größte Überraschung. Und schön ist auch zu sehen, dass diese Maßnahme der Quarantäne, also soziale Isolierung oder soziale Quarantäne, zu Hause bleiben, einen hohen Zuspruch der Menschen bekommen. Nämlich 95% sagen, yo, das ist okay. Vielleicht sind die 4% sind wahrscheinlich ambulantes Taxifahrer oder andere Berufe, die natürlich jetzt einen Einschnitt haben. Doch 94%, 95% ist super. Ein super Wert für die Kultur, die wir hier haben. Und der Präsident hat an seinem Geburtstag in der Pressekonferenz erzählt, sein schönstes Geburtstagsgeschenk, das man ihm machen kann, ist, sich daran zu halten, an die Rahmenbedingungen, denn es ist eine Notsituation. Das nochmal betrachtet. Hierarchie, Hörigkeit, also Power Distance, das ist, aber deshalb war Barroso so schnell in der Notsituation und so konsequent. Also Glückwunsch dazu. Das Thema Individualismus, Kollektivismus, das sind Peruaner aus meiner Sicht über sich hinausgewachsen, denn sie schaffen es, alleine zum Einkaufen zu gehen und auch sie schaffen es, unter sich dann zu bleiben in der Familie, ohne dass die große Familie zusammenkommen muss. Sehr, sehr stark, denn die kulturelle Grundtendenz ist in Peru eben eine andere. Ich halte nochmal hier die Daten hinein, damit ihr alles nochmal seht. Also wir sprechen Kulturdimensionen. Gerd Hofstätte ist derjenige, der das erarbeitet hat. Insgesamt gibt es 6 Kulturdimensionen. Dazu gehört neben den beiden Power Distance, also Hierarchiehörigkeit, da ist Peru ausgeprägter als Deutschland. Individualismus, der ist in Deutschland sehr viel ausgeprägter als hier in Peru. Und das ist gerade finde ich, eine Meisterleistung. Gibt es weitere? Ich halte sie hier euch mit hinein. Ich glaube, ich mache das mal so mit der Kamera. Hier Maskulinität, Femininität, also die Elke Kindl, Deutsche in Peru geboren, Astrologin, sagte zu mir, Peru ist das Land schlechthin für Femininität, weil die Erde einfach so ist. Pachamama ist auch feminin. Femininität bedeutet, menschlicher zu sein. Maskulinität bedeutet, hey, Business ist das Einzige, was zählt, Geld, Macht. Wenn Femininität bedeutet in dem Kontext
auch sich miteinander zu halten, herzlich zu sein, emotional zu sein, unabhängig von dem Machismo, wie der hineinpasst, wäre sicherlich separat nochmal zu diskutieren. Feminin, Peru ist eher feminin, ein feminines Land von Verhaltensweise. Menschen sind sehr offen, sehr warm, sehr herzlich. Eine großartige Willkommenskultur. So, dann gibt es noch den Unsicherheitsvermeidung, Uncertainty Avoidance. Da ist Peru größer ausgeprägt. Warum? Also Deutschland ist auch natürlich, das hat etwas aus meiner Sicht mit Rentenversicherung, Krankenversicherung, ich sichere mich gegen alles abzutun. Und Peru eher mit, ich habe eine gewisse Angst vor der Zukunft, ich brauche viele Regeln. Also im Sinne Bürokratie spielt sich da wieder, also wenn du etwas benötigst, ein öffentliches Dokument, dann musstest du nochmal vielleicht apostillieren lassen, legalisieren lassen, musst von der einen Behörde zur anderen, das ist da drin eher mit zu finden. Long-Term Orientation, also die Zeitbetrachtung, Deutschland langfristig. Vielleicht ist das auch nochmal ein Punkt, wieso man gewartet hat. Langfristig gesehen, auf 100 Jahre, ist das Jahr 2020 jetzt nicht super kritisch. So könnte der Blick sein. Während kurzfristig gesehen, unsere infizierten Zahlen gehen hoch. Leute, wir müssen sofort etwas tun. Heute ist wichtiger als morgen, denn dann in einem Monat kann alles schon zu spät sein. Während die Deutschen in Zahl langfristig sagen, okay, langfristig über 100 Jahre können wir da ganz entspannt sein. So, und das Letzte ist Indulgence. So heißt das also sozusagen, das Leben genießen, frei zu sein, zu feiern. Da sind beide Länder relativ gleich. Ich habe da immer noch ein bisschen Schwierigkeit, weil aus meiner Sicht ist Peru sehr viel lockerer unterwegs und lebt das Leben mehr als die Deutschen. Die Deutschen sind geboren, um zu arbeiten, um leben, um zu arbeiten, so herum, während die Peruaner arbeiten, um zu leben. Vielleicht das nochmal als Punkt dazu. So sehen die aus. So sehen die aus, die sechs Dimensionen. Damit lässt sich Kultur halt schön anfassen. Ne? Du hast diese Faktoren, du hast einen Wert dazu und hast so ein Gefühl. Nochmal, es sind Stereotypen, es kann immer anders sein, es gibt immer Ausreißer. Es ist eine Tendenz. Wir haben noch ein paar neue, die dazu kamen, sehr schön. Die Marjorie Brett, Thomas, Patricia, Angibine, Christina, wunderbar, Christina, Grüße, YouTube-Influencerin aus Hamburg, gerade hier in Lima, eine gute Freundin, sehr schön, dass du dabei bist, schön, Belen und Stalin, die ist auch dabei, wunderbar. Also warum Deutschland wartet und warum Peru handelt? Zusammenfassen, Blick da drauf. Peru, hierarchisch geprägt, Präsident entscheidet, wird umgesetzt, hat funktioniert. Deutschland eher geprägt. Wir diskutieren mal, wie in einem Arbeitskreis, sprechen mit den Bundesländern, die in Deutschland eine große, große Macht haben. Hier die Departamentos spielen keine Rolle in diesem Sinne. Das zweite, Individualismus, Kollektivismus. Normalerweise müssten Peruaner sehr, sehr leiden, weil sie kollektivistisch unterwegs sind und es eigentlich permanent durchbrechen, diese Ausgangssperre. Machen sie nicht, sind sehr diszipliniert. Glückwunsch dazu. Das kann und wird in der Zukunft ein großer, großer Vorteil sein, was sie jetzt geleistet hat. Sehr, sehr gut. Damit ist ein starker Wettbewerbsvorteil, wenn ich darüber nachdenke, wie es nach der Coronavirus weitergeht. Hier haben noch eine Frage, interessante Ziffern, stimmt auch mit was ich mit vielen Deutschen erlebt habe. Danke Angel Alvaro, Christina, hallo lieber Holger, ja, schön. Dankeschön, Christina, ich hoffe, es geht dir gut. Das ist Power Distance, Individualismus und das dritte war diese Zeitachse, Long-Term Orientation. Ich glaube, die Deutschen dachten, naja, was langfristig betrachtet, ist es nicht ganz so krass, ganz so wichtig, ganz so entscheidend, was passiert, wenn Peruaner sehr viel kurzfristiger unterwegs sind. Ihr habt ja die Werte. Das kann auch nochmal ein Punkt gewesen sein. Edwin ist dabei. Hallo Edwin. Edwin Messones, Unternehmer mit Herzblut in Deutschland studiert, hilft peruanischen Exporteuren nach Deutschland zu kommen und in die USA, in andere Länder. Ganz, ganz tolle Arbeit, Edwin. Carlos auch dabei.
Carlos als Arequipa in Köln lebend, mit seinem eigenen Business. Ihn darf ich sowie auch Edwin begleiten und unterstützen. Danke für euer Vertrauen. Ja, so zu dem, warum Deutschland wartet und warum Peru handelt. Standard. Hierarchie, in Deutschland gleichzeitig Föderalismus, die Macht der Bundesländer, eigene Polizei, entscheidet selbst darüber, entscheidet selbst über die Schule. Dann das Individualismus, Kollektivismus, Glückwunsch an Peru, dass man das so hinbekommt. Was ich hier sehe, ich bin ja selbst direkt hier in Peru, hier in Lima und erlebe alles hautnah mit. Und die Zeitachse, Langfristorientierung in Deutschland, vielleicht ist das nochmal auch eine Erläuterung. Man hat ja noch ein bisschen Zeit, über 100 Jahre betrachtet, ist 2020 vielleicht doch nicht so schlimm. Ja, begonnen hat alles aus meiner Sicht bei der Ambiente, bei der Messe im Februar in Frankfurt, bei der ich auch sein durfte. Dort gab es, wie erwähnt, einen eigenen Pavillon mit chinesischen Unternehmen und da war schon das Thema Coronavirus ein Thema, Menschen mit Masken liefen herum und stellt euch vor, Winter in Deutschland, Messehallen, dort sind Zehntausende von Menschen waren dort gewesen. Ob das ein, sagen wir, ein Ausgangspunkt oder im Englischen würde ich sagen ein Tipping Point war, dass in Deutschland die Zahlen hochgingen, könnte durchaus sein, denn wir wissen ja, inzwischen 2 Wochen ist die Zeit, das wäre so Ende Februar, aber so richtig los, glaube ich, geht es jetzt erst. Und da darf ich nochmal der peruanischen Regierung meinen Glückwunsch aussprechen, dass sie so frühzeitig die Schulen geschlossen haben, beziehungsweise das Schuljahr beginnt später, El Año Escolar. Die Flüge von Europa gestoppt haben. Das war eine sehr gute Intention. So also wie aus China, aber Europa ist natürlich viel kräftiger. China ist ewig weit weg, 15.000 Kilometer mal Faktor 1,5 nach China, während Spanien mit LATAM, so in Iberia und in anderen Air Europa, anderen Airlines so viele Flugverbindungen allein an einem Tag haben, mehrere. Dann die Ausgangssperre oder dann erstmal die Quarantäne. Zu Hause bleiben, dann die Ausgangssperre und inzwischen jetzt auch der ganze zivile Flugverkehr hier eingestellt ist. Alles läuft über die Airbase und LAP heißt die Lima Airport Partners, der Betreiber des Flughafens Jorge Chávez, hat nichts mehr mit der Abwicklung des Flugverkehrs zu tun. Das alles könnt ihr auch nochmal vertiefter nachlesen. Wen es interessiert, auf der Seite von Hofstädte Insights. Und dort gibt es eine eigene Seite mit zu Peru, in dem die Punkte beschrieben sind. Ich gebe das jetzt hier in die Kommentare rein. Tipp zum Nachlesen. Gibt's das jetzt verteilt hier? Geht auf diesen Link, schaut euch das an. Ich gebe noch mal etwas anderes dazu. Das ist rein als Information, mit was sich Unternehmer beschäftigen, die uns ansprechen. Peru Exzellenz, Exzellenz ist das. Ja, wir haben ein eigenes Training entwickelt für deutschsprachige Führungskräfte, um Peru und Deutschland noch besser zu kennenzulernen, zu achten und die beiden Kulturen auch auszusöhnen. Denn das ist das große Thema, was wir heute, gerade heute auch haben, zwischen Peru und Deutschland durch die unterschiedlichen Handlungsweisen, das zu erkennen, dass das ja jetzt eigentlich kein Wunder ist bei den kulturellen Prägungen, das zu achten, also zu verstehen und dann auszusöhnen im Sinne von Reconciliation. Also dazu die Brücke zu bauen zwischen den beiden und sagen, okay, was können wir denn tun, damit das nächste Mal einfach für Deutschland ein Stückchen besser würde. Ich grüße euch herzlich, wo auch immer auch ihr zuschaut, ob hier in Peru, in Deutschland oder woanders auf der Welt. Schön, dass ihr dabei wart. Teilt dieses Video gerne, wenn es euch gefallen hat, damit auch andere Menschen einfach nochmal sich diesen interkulturellen Kontext nähern können, um noch besser sehen zu können, achten, also erkennen zu können, die Unterschiede zu achten und zu wertschätzen. Viele Grüße und bis bald.